Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Performance Mastery Academy. Sie sind hier richtig, wenn Sie ein Mensch sind, der sich nicht mehr mit seinem Status quo zufrieden geben will, der sich Klarheit verschaffen und notwendige Veränderungsprozesse zügig durchziehen will und der bereit ist, in sich zu investieren, der sich jetzt schon auf eine reiche Ernte freut. Ich bin Anja Jeffries, die Entwicklerin der Performance Mastery Programme. Freuen Sie sich auf interessante philosophische Gedanken, Geheimnisse aus meiner Coaching-Praxis sowie viele Tipps und Tricks zu Ihrer Lebensgestaltung. Also, bleiben Sie dran, machen Sie mit und lassen Sie sich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um wertebasierte Unternehmensführung als Erfolgsfaktor Nummer 1 im 21. Jahrhundert. Wir werden in dieser Sendung eine kleine Abenteuerreise durch die Welt der Ethik unternehmen. In uns Menschen brennt eine tiefe innere Sehnsucht, ein Leben voller Größe zu führen, also wahrhaftig bedeutsam zu sein, etwas Wichtiges zu bewirken. Für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gerade zuhören, habe ich eine gute Nachricht. Sie sind in unserem Land schon heute bedeutsam. Und ich sage Ihnen hier auch, warum. Sie bilden 99,7% aller Unternehmen in Deutschland. Sie erarbeiten 40,8% aller steuerpflichtigen Umsätze. Sie bieten 70,2% aller Arbeitsplätze und sie bilden 80,9% aller Auszubildenden in Deutschland aus. Und wissen Sie was? Sie und Ihr Unternehmen gehören dazu. Sie sind der Motor unseres Landes und das ist gut so. Und in Ihnen steckt eine Menge Potenzial und sehr, sehr viel Hoffnung. Sie haben als Eigentümer eines kleinen und mittelständigen Unternehmens die Möglichkeit, maßgebliche Veränderungen in Ihrer Organisation und in Ihrer Umwelt direkt herbeizuführen. Erinnern Sie sich doch bitte mal an die vielen Länder, in die Sie schon gereist sind. Manchmal sind uns Menschen und Kulturen doch sehr fremd, oder? Zum Beispiel Menschen in Japan, Afrika oder Indien. Doch wir haben auch mit diesen fremden Ländern und Kulturen viele Gemeinsamkeiten. Überall auf der Welt verfolgen Menschen Grundprinzipien. Diese haben sich bislang nicht verändert. Egal zu welcher Kultur, Religion, sozialer Gruppe oder Land sie angehören. Diese Prinzipien sind Gerechtigkeit, Güte, Respekt, Ehrlichkeit, Integrität und Zuwendung bzw. etwas für andere tun. Das ist grundsätzlich der Wunsch von Menschen. Komischerweise verhalten sich Menschen aber oft ganz anders. Wissen Sie, warum das so ist? Die meisten Menschen handeln aus der Angst heraus. Und diese Angst verursacht Schmerz. Das Gegenteil wäre aus der Liebe heraus zu handeln. Kennen Sie zum Beispiel folgende Gedanken? Ich bin frustriert und mutlos. Ich habe Angst, pleite zu gehen. Alles ist dringend. Jeder will was von mir. Ständig werde ich gehetzt. Die Umsätze gehen zurück. Die Finanzkrise beutelt mich. Für meine Familie habe ich längst schon keine Zeit mehr. Mein Partner versteht mich einfach nicht. Viele Menschen kennen diese Gedanken. Die Väter, Mütter, Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte und Unternehmer auf der ganzen Welt. Alle kämpfen um ihre Identität, um Frieden, Anerkennung, Wirkung und Bedeutung. Gleichzeitig fällt vielen Menschen die klare Sicht auf ihr Wesen und ihre Persönlichkeit sehr schwer.
und so stecken sie in einem tiefen Dilemma. Sie verfallen einem Dauerschmerz, der unterschwellig Denken und Handeln beeinflusst. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, ist es wichtig, nach innen zu schauen, um sich selbst zu erkennen und im Geist klarer zu werden. Denn das ist eine Grundvoraussetzung, um das eigene Potenzial auszuschöpfen, um den eigenen Wert zu erkennen, um selbstbewusst zu werden. Erst wenn Sie wissen, wer Sie sind, können Sie aus dem Herzen heraus und authentisch handeln. Diese Herausforderung betrifft uns alle, wenn wir einen heilvollen Beitrag in unserer Gesellschaft und der Wirtschaft leisten wollen. Ich finde, dass werteorientiertes Führungsverhalten ein bedeutender Erfolgsfaktor für mittelständige Unternehmen ist. Die Fähigkeit, so führen zu können, hat viel mit innerer Klarheit zu tun. In 2006 wurden Unternehmer befragt, welche Werte für sie am wichtigsten seien. Hier wurden folgende genannt: Verlässlichkeit, Fairness, Ehrlichkeit und Respekt. Außerdem gaben 90% aller befragten Unternehmer an, dass ihre vorrangige Aufgabe darin besteht, eine Vorbildfunktion zu haben. Wir alle, egal in welchem Bereich und in welcher Funktion wir arbeiten, haben eine Vorbilds- und Führungsfunktion. Ja, wirklich jeder. Wenn es um werteorientierte Führung geht, denken die meisten Unternehmer daran, mitarbeiterfreundliche Bedingungen zu schaffen und die Mitarbeiter zu fördern. Unternehmer gehen davon aus, dass sie hierdurch die Mitarbeiter motivieren und die Bindung an das Unternehmen verstärken. Sie sehen darin klare Vorteile, um inneren Kündigungen der Mitarbeiter vorzubeugen und um eine größere Identifikation mit dem Unternehmen herzustellen. Diese Aktionen und Aktivitäten bringen also dem Unternehmer wirtschaftlichen Nutzen. Und dieser soll auch dadurch herbeigeführt werden, dass zum Beispiel das Arbeitsklima verbessert wird und das Unternehmen selbst nach außen ein besseres Image bekommt. Sie werden in den nachfolgenden Sendungen zahlreiche Unternehmer kennenlernen, die ihr Unternehmen anders führen, wertebasiert, würdevoll, die wirklich den Mitarbeiter in den Vordergrund stellen und die sich darauf fokussieren, ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit Herz zu führen. Und Sie werden von diesen Unternehmen erfahren, dass das nicht im Gegensatz steht zur Wirtschaftlichkeit und Gewinnsteigerung, sondern in deren Erfahrung eine Voraussetzung ist, wirtschaftlich nachhaltig und dauerhaft erfolgreich zu sein. Hier wird ein Punkt besonders wichtig. Seit einigen Jahren wird immer wieder darüber informiert, dass qualifiziertes Fachpersonal knapper wird. Werte wie Vertrauen und Ehrlichkeit werden gleichzeitig für jüngere Führungskräfte in Deutschland immer wichtiger. Im Gegensatz beklagen sich die Mehrheit dieser jungen Menschen über Defizite an einer werteorientierten Führung durch das Topmanagement und die mangelhafte Umsetzung der oft formal vorhandenen Wertesysteme. Menschen wollen in der Regel Gutes tun. Ihr Wesen strebt danach. Und hier haben Unternehmer des Mittelstandes sehr, sehr gute Chancen. Warum? Weil sie die Entscheidungsträger von inhabergeführten Unternehmen dem einzelnen Mitarbeiter viel näher stehen als in großen Unternehmen. Trotzdem gibt es ein Problem. Denn auch wenn Unternehmer gute Vorsätze haben, so ist es doch häufig schwierig, den guten Willen in die Tat umzusetzen. Aber wo liegt das Problem? Warum ist es so schwer, die Werte, die wir uns von ganzem Herzen wünschen, zu leben? Werte wirklich zu leben, das beginnt im Innen. Bei Ihnen als Unternehmer, bei Ihren Führungskräften und den Mitarbeitern. Das bedeutet auch für jeden Einzelnen, seinen Arbeitsplatz und seinen Arbeitgeber als Lebensbestandteil und wichtigen Lebensraum zu integrieren.
Doch viele Mitarbeiter haben ihre Arbeit und ihren Arbeitgeber als Bestandteil ihres Lebens nicht integriert. Eine Identifizierung ist daher also gar nicht möglich. Der Arbeitsplatz dient lediglich zum Geldverdienen. Mehr nicht. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Geld eine schwache Motivation ist, um wirklich Leistung zu bringen und Werte zu leben. Und bei vielen Mitarbeitern liegt auch deren Potenzial brach. Das heißt, sie können gar nicht wirklich Wirkung erzielen auf dem Arbeitsplatz, auf dem sie tätig sind. Das ist zumindest bei sehr vielen Mitarbeitern der Fall. Erinnern Sie sich noch an die Grundprinzipien am Anfang der Sendung? Gerechtigkeit, Güte, Respekt, Ehrlichkeit, Integrität und anderen Menschen einen Dienst tun? Wird ein Leben nach diesen Prinzipien gelebt, kann auch die Seele des Menschen leben und setzt ihr Potenzial frei. Dies wird dann sichtbar. Man erkennt den Baum an seinen Früchten. Das sagte Jesus. Und? Was glauben Sie? Wie viele von Ihnen sind der Ansicht, dass die Mehrheit der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen über viel mehr Talent, Intelligenz, Fähigkeiten und Kreativität verfügen, als sie in ihrem derzeitigen Job einsetzen können? Wenn ein Mitarbeiter am falschen Arbeitsplatz sitzt, passiert Folgendes. Der persönliche Wirkungsgrad und das Potenzial klaffen auseinander und das verursacht inneren Schmerz. Der Verstoß gegen die Prinzipien und Werte verursacht weiteren Schmerz. Dieser Schmerz kostet Kraft und Energie auf Kosten von Kreativität, Konzentration, Engagement und Freude. Der Mitarbeiter spürt das und ist unzufrieden mit seinem Arbeitsplatz und oft kann er das gar nicht wirklich benennen. Gleichzeitig fehlen ihm Informationen über seinen Arbeitgeber, um mit der eigenen Kreativität vielleicht den eigenen idealen Arbeitsplatz in diesem Unternehmen zu finden oder zu erschaffen. Hier ist das Fingerspitzengefühl der Führungskräfte gefragt. Wie sieht das Ergebnis in Zahlen aus? Vor einiger Zeit wurden 23.000 Menschen in Vollzeitpositionen befragt. Nur 37% der Befragten verstehen, was der Arbeitgeber erreichen will. Nur 20% waren von den Zielen ihres Teams und ihres Unternehmens begeistert. Nur 17% waren der Meinung, dass das Unternehmen eine offene Kommunikation führt. Und 24% der deutschen Beschäftigten haben bereits innerlich gekündigt. Gleichzeitig sind viele Mitarbeiter mangelhaft ausgelastet. Man könnte sagen, sie sind fehlausgelastet. Wenn die Arbeit mit dem Menschen, der sie verrichtet, nicht harmoniert, stellt sich schnell Frust ein. Sie wissen dann nicht wirklich, wie sie handeln oder arbeiten sollen und ihr eigentliches Potenzial verpufft. Das kostet das Unternehmen eine Menge Geld. Was glauben Sie, wie viele Arbeitsstunden täglich verloren gehen, wenn Ihre Mitarbeiter unzufrieden und unausgeglichen sind? Zum Beispiel, wenn sie bereits innerlich gekündigt haben. Diese Rechnung ist einfach. Nehmen Sie 25% Ihrer Belegschaft und schauen Sie sich deren internen Stundensatz an. Dann überlegen Sie, dass dieser Mensch vielleicht 2 Stunden an Arbeitszeit pro Tag dadurch verliert, dass er sich nicht wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann, sondern mit der Flucht aus diesem Arbeitsplatz. Also rechnen Sie den Stundensatz mal 2, mal 20 Tage, mal 12 Monate und das für 25% Ihrer Belegschaft und Sie haben eine recht gute Größe in Bezug auf das Geld, was Ihnen verloren geht, weil Mitarbeiter entweder nicht am richtigen Platz sitzen oder frustriert sind. Hier wird ganz klar Geld verbrannt. Und nicht nur das, Menschen auch. An dieser Stelle muss ein Wandel passieren. Und zwar vom alten Bewusstsein
in ein neues Bewusstsein. In der Welt der Unternehmensberater wird so viel berichtet über Effektivität, Kostenanalyse und Controlling, Prozessanalyse und Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement und so weiter und so weiter. Heute hat ein Unternehmen gar keine andere Wahl, als effektiv zu sein, sonst geht es mit Sicherheit unter. Aber wie soll sich heute ein Unternehmen am Markt differenzieren, um wahrgenommen zu werden? Wie können Sie Wettbewerbsvorteile für sich generieren? Wir haben eine Zeit nach Finanzkrise, Schmiergeldern, Lügen und Betrügen. Diese Zeit verlangt nach neuen Wegen. Und auch die Menschen verlangen danach. Sie verlangen nach Größe, Wirkung, Erfüllung, Leidenschaft, Ehrlichkeit und Offenheit. Und mehr kommen auch spirituelle Werte hinzu. Zum Beispiel Bewusstheit, Achtsamkeit, Authentizität, Integrität, Sinnorientierung, Verbundenheit und globale Verantwortung. Diese Form der Ethik und seine Werte vertiefen die alte Moral und geben so den alten Werten eine neue Dimension. Liebe und Menschenwürde. Und diese Werte haben ihr Zuhause in unserer Seele. Die neue Ethik setzt auf allen Ebenen an, beim einzelnen Menschen oder Unternehmen und Institutionen, und das auf einer globalen Ebene des Wirkens und Schaffens. Für Sie als Unternehmer, für Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter bietet der Arbeitsplatz einen wesentlichen Lebensbereich, durch den Sie Ihrem Leben Sinn geben. Burnout-Prozesse zum Beispiel treten meist dann auf, wenn wir entfremdet arbeiten müssen, wenn wir eine Arbeit verrichten müssen, die nicht im Einklang ist mit uns und unserer Seele. Wenn Mitarbeiter mit Leib und Seele bei der Arbeit sind, dann bekommt auch ihr Unternehmen eine Seele. Ich sage Seele, weil das Unternehmen für mich ein lebendiger Organismus ist und keine abstrakte, formale Organisation. In Ihrem Unternehmen lebt und produziert es. Und wenn die Seelen der Menschen dabei ist, dann kann wirkliches Charisma erwachsen. Sie als kleines und mittelständiges Unternehmen haben hier die große Chance, einzigartig und großartig zu sein und zu wirken. Sie können den folgenden Generationen etwas hinterlassen, was nachhaltig ist und heil, selbstbewusst und kraftvoll. Ein Unternehmen mit Charisma und Würde. Viele Vertreter der Werteorientierung sind der Meinung, zuerst kommt die Seele ins Unternehmen und danach entfaltet sich Qualität und Exzellenz. Sicherlich haben Sie es bereits bemerkt. Diese Faktoren gehören nicht in die Denkweise des maximalen Euros, sondern in eine ganz andere Dimension. Hier spielt unsere innere Stimme, unsere Seele und unser Herz eine wesentliche Rolle. Und die Motivation und Kraft, die sich hieraus entwickelt, ist unschlagbar. Es gibt zahlreiche Unternehmen in Deutschland, die es bereits heute vormachen. Und mit diesen Unternehmen werde ich hier in meiner Sendung, in meinem Radiokanal, reden. Sie haben also die Gelegenheit, all diese wunderbaren Unternehmer kennenzulernen und Sie können erfahren, wie sie arbeiten, wie sie führen und wie sie ihre eigene Spiritualität, wie sie ihre eigene Wahrnehmung in Bezug auf, wie unsere Welt besser funktionieren kann, tatsächlich und wirkungsvoll in ihrem Unternehmen realisieren. Diese Unternehmen sind zum Beispiel die Verlagsgruppe Camphausen in Bielefeld, die Heiligenfeld-Kliniken in Bad Kissingen. Mit Herrn Dr. Galuska habe ich schon einige Gespräche geführt hier in meiner Radiosendung, die außerordentlich interessant waren. Die Supermarktkette Teegut von Theo Gutberlet, die Gebäudereinigung Clean Power in Bonn von Thomas Michael Backeler und die Klinik
pro Leben. Was meinen Sie eigentlich? Welche Charaktereigenschaften braucht eine Führungskraft, um einem Unternehmen Leben einzuhauchen? Bereits der heilige Benedikt hatte darüber klare Vorstellungen. Vor 1500 Jahren beschrieb er die notwendige Persönlichkeit einer Führungskraft als Voraussetzung zur Führung eines Klosters. Wir können sogar 3000 Jahre zurückgehen. Die vedische Hochkultur Indiens formulierte vor mehr als 3000 Jahren Führungsregeln eines Königs. Aus all diesen uralten Regeln wird der Anspruch an eine Führungskraft ersichtlich. Und es geht immer wieder um die Führung mit Selbstbewusstsein, Würde und Weisheit. Eine Führung, die aus der inneren Mitte, aus der Seele herauskommt. Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar Voraussetzungen aufzählen, die Anselm Grün in seinem Buch Menschen führen, Leben wecken aufgelistet und beschrieben hat. Die persönliche Voraussetzung einer Führungskraft: reif an Erfahrung und dennoch bescheiden sein. Demütig sein, also sich nicht für unfehlbar halten. Gerecht sein, ohne andere zu verletzen. Entscheidungsfreudig und sparsam sein. Gottesfürchtig sein, statt sich über alles hinwegzusetzen. Und wie ein Vater sein, den Menschen, den Mitarbeitern, zum Beispiel den Rücken stärken. Die Weise des Führens soll folgendermaßen sein: sorgfältig, achtsam. Die Führungskraft soll an den guten Kern im Menschen glauben, nicht betrügen und nicht verachten. Und wie sieht die Leitung aus? Die Führungskraft soll auf die eigene Seele achten. Sie soll einen spirituellen Weg mit Hingabe geben, dem Leben dienen, Kreativität wecken, heilen, Zeichen der Zeit erkennen, Verantwortung übertragen, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Leiten ist auch Erziehungsaufgabe. Die Führungskraft soll gastfreundschaftlich sein und Verantwortung übernehmen. Im christlichen Sinne, also im Rahmen des heiligen Benedikts und in Bezug auf Anselm Grün als Benediktinerpater, natürlich auch die Verantwortung übernehmen vor Gott. Der heilige Benedikt beschrieb aber auch, wie wir mit Dingen umgehen sollen. Ehrfurcht vor dem Besitz, mit Geld dem Menschen dienen, die Freiheit haben gegenüber dem Geld. Fantasievoller Umgang mit Geld. Und wie soll die Führungskraft direkt mit den Menschen umgehen? Die Führungskraft soll ein gutes Wort haben, sich nicht in alles einmischen, Informationen weitergeben, wertschätzen, sich nicht ärgern, die Seele beflügeln, Leben mehren, nicht überfordern, die Menschen lieben, Arzt sein, die eigene Gebrechlichkeit erkennen, mit der Wahrheit konfrontieren, mit dem Herzen denken, sich bewusst machen, dass Angst lähmt und Liebe belebt, das richtige Maß verwirklichen, ohne Eifersucht und Argwohn sein, unterscheiden können und Maß halten, einen Ausgleich herstellen zwischen Starken und den Schwachen. Als ich dieses Buch damals las, ging mir regelrecht das Herz auf. Führen beginnt damit, auf sich selbst zu achten. Zu hohe Idealen führen häufig zur Aufopferung von sich und anderen. Unachtsame Karrieren scheitern oft und ruinieren langfristigen Erfolg. Ehrgeiz zerstört, was mit Liebe aufgebaut wurde und hat keinen Platz für Menschlichkeit. Der Schlüssel liegt daher in der Charaktereigenschaft und Reife der Führungskraft. Darin liegt der Schlüssel zu den wahren Begabungen eines Mitarbeiters verborgen,
dass die Quellen seiner inneren Kräfte geweckt werden können. Anselm Grün spricht von spiritueller Unternehmenskultur. Und was bedeutet das noch? Menschen in einer Krise zum aufrechten Gang verhelfen, ihren Horizont zu weitern, ihnen Freude an ihrem Arbeitsplatz vermitteln. Mit Führungsspiritualität lässt sich das noch verborgene, schlummernde Leben in einem Menschen wecken. Kennen Sie Ihre innere Stimme? Lassen Sie sich von ihr leiten? Oder entscheiden Sie meist nach Zahlen und Fakten und verschlimmern das Ganze noch aus Ihrer eigenen Angst heraus? Heute mehr denn je ist es wichtig, seine innere Stimme zu finden, seine Seele zu entdecken und in die Arbeit einzubinden und andere zu inspirieren, das Gleiche zu tun. Wie steht es mit Ihrer Intuition, Ihrem Bauchgefühl? Können Sie nach Ihrem Bauch entscheiden? Oder brauchen Sie viele Daten und Fakten, um eine Entscheidung zu treffen? Unsere Zeit wird immer komplexer und schnelllebiger. Immer schneller müssen Entscheidungen getroffen werden. Daher ist eine gute Intuition, eine gute innere Stimme, eine außerordentlich gute Entscheidungshilfe. Und wissen Sie, warum ich das empfehle? Die Stimme des menschlichen Geistes, Ihr Inneres, ist voller Hoffnung und Intelligenz. Ihr Geist ist von Natur aus widerstandsfähig und grenzenlos in seinem Potenzial. Hier steckt echtes Veränderungspotenzial für Ihr Unternehmen und für unsere Wirtschaft. In jedem Menschen schlummert eine tiefe Sehnsucht danach, seine eigene Stimme zu finden und wirkungsvoll zu handeln. Wenn wir eine Arbeit übernehmen, die unserem Talent entspricht und unsere Leidenschaft nährt, eine Arbeit, die aus einem großen Bedürfnis in der Welt erwächst, zu dessen Erfüllung unser Gewissen uns drängt, dann liegt genau darin unsere Erfüllung, unsere Berufung, der Code unserer Seele. Kennen Sie das? Wenn Sie mit Menschen sprechen, die ihre Arbeit mit Leidenschaft tun, die ihre Berufung gefunden haben, von ihnen geht ein wundervoller Glanz aus. Eine Kraft, die man gerne auch selbst besitzen möchte. Und wir alle haben diese Möglichkeit, diese Gelegenheit in greifbarer Nähe. Hierzu habe ich ein paar Fragen an Sie. Machen Sie Ihren Traumjob? Gibt es Aufgaben, die Ihnen nicht liegen, die Sie trotzdem tun müssen? Wer von Ihnen ist gerne kreativ, generiert neue Ideen und Konzepte? Wer von Ihnen stattdessen ist lieber im Verkauf? Wer von Ihnen liebt seine Aufgabe als Führungskraft? Wie gut kennen Sie sich? Was bringt Ihre Augen zum Glänzen? Und wie gut kennen Sie Ihre Mitarbeiter? Und was bringt die Augen Ihrer Mitarbeiter zum Glänzen? Um das herauszufinden, ist es notwendig, dass Sie Ihre Mitarbeiter besser kennenlernen. Und zwar nicht nur die Mitarbeiter, die Sie mögen, sondern ganz besonders die Mitarbeiter, die Ihnen Schwierigkeiten machen. Zusätzlich muss jede einzelne Führungskraft und Sie als Unternehmer die eigene Vorstellung erkennen, annehmen oder vielleicht auch loslassen, transformieren, modellieren und integrieren. Jeder, der zu sich selber finden will, muss zwangsläufig sich seinen Emotionen, Dämonen und Saboteuren stellen. Daher ist die Persönlichkeitsentwicklung der Führungskräfte so wichtig, um wahrhaftig und klar führen zu können, ohne durch eigene Blockaden und negativen Glaubenssätzen emotional gelenkt zu werden. Darin steckt eine große Herausforderung. Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Person werden Sie zu einer Persönlichkeit, die authentisch und souverän ist, vorbildhaft handelt und andere Menschen wahrhaftig führt. Wenn sich die Wertevorstellungen und Handlungen den Grundprinzipien wie Gerechtigkeit, Güte, Respekt, Ehrlichkeit, Integrität und Dienst erbringen bzw. Beitrag leisten beugen,
dann ist alles okay. Dann hat Ihr Unternehmen eine eigene Seele, die jeder erkennt und wahrnehmen kann. Wirkliches und wahrhaftiges Charisma. Ja, in uns Menschen brennt eine tiefe innere Sehnsucht, ein Leben voller Größe zu führen, also wahrhaftig bedeutsam zu sein, etwas Wichtiges zu bewirken. Und für Sie habe ich eine weitere gute Nachricht. Als Unternehmer des Mittelstandes können Sie nachhaltig mehr Werteorientierung in Ihrem Unternehmen erwachsen lassen. Ihre Chancen stehen besser als in jedem anderen Unternehmen oder Konzern. Business is war, sagten die Japaner. Doch in Wahrheit ist es Business is honor, also Ehrensache. Nur so können wir Schöpfer in unserem eigenen Unternehmen sein. Mein Mann sagte zu mir vor einiger Zeit, Business ist nicht der Austausch von Gütern und Dienstleistungen gegen Geld, sondern der Tausch von Vertrauen. In den nachfolgenden Sendungen werden Sie zahlreiche Unternehmer kennenlernen, die Ihr Unternehmen auf eine neue, wertebasierte Weise führen, die ihrer Berufung nachgehen, ihren Mitarbeitern Raum und Vertrauen schenken, ihre eigene Spiritualität im Unternehmen zur Entfaltung zu bringen, sich selbst zu leben und sich selbst zu verwirklichen. Und das mit einem sehr hohen unternehmerischen Erfolg. Und damit meine ich auch Umsätze, von denen der Wettbewerb nur träumt. Also bleiben Sie wachsam und verfolgen Sie meinen Kanal. Denn in diesem Jahr wird es besonders für Unternehmer und Führungskräfte sehr spannend. Und die Mitarbeiter unter meinen Hörern lernen Unternehmen kennen, wo sie die Erlaubnis haben, ihre Seele zum Arbeitsplatz mitzubringen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat und auch die vorangegangenen Sendungen und Sie sich auf die folgenden Sendungen freuen, ja, dann erzählen Sie es doch einfach weiter und vergrößern und erweitern die Zuhörerzahl meines Kanals der Performance Mastery Academy. Bye bye!